Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil, also zum zweiten Vortrag der Reihe Art and the Moving Image. Diese Reihe wird kontinuierlich fortgesetzt, also geht dann nächstes Semester, also in dem Semester gibt es wahrscheinlich keinen Vortrag mehr, aber geht dann nächstes Semester weiter mit 2 bis 3 Veranstaltungen pro Semester. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, heute Joachim Welch hier begrüßen zu dürfen. Ja, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ja, das erzählt man jetzt nicht. Und Joachim ist emeritierter Professor für Medienwissenschaft an der Universität Konstanz. Seine Forschungsschwerpunkte sind Theater, also waren ursprünglich oder sind Theater- und Literaturgeschichte, also Theorie, Geschichte, Analyse des Films und vor allem also ist Joachim durch seine Publikationstätigkeit im Feld von Intermedialität sehr, sehr bekannt geworden. Also wir haben hier jetzt wirklich einen der prominentesten Medienwissenschaftler, zumindest im deutschsprachigen Raum, hier jetzt gewinnen können für diesen Vortrag. Und heute ist aber das Projekt, oder heute wirst du uns ein Projekt vorstellen, das eine eigenständige filmische Arbeit eigentlich ist, kann man sagen. Also die Basis ist ein insgesamt circa 4-stündiger Film, du wirst dann jetzt mehr dazu sagen, bestehend aus 90 vorgefundenen Filmausschnitten. Also man kann sagen, es ist eigentlich ein Found-Footage-Film, könnte man sagen, also ein Film aus vorgefundenem Material, und zwar zum Thema Kino, Film und Gemälde, Strich Galerie, Bilder im kulturellen Crossover. Dann würde ich dich bitten zu beginnen. Danke, Gabriele. Ganz kurz zu dem prominenten Medienwissenschaftler. Man könnte vielleicht sagen, einer der ersten Medienwissenschaftler, als ich studiert habe, also in Ihrer Situation war, gab es Medienwissenschaft nicht, es gab überhaupt keine Medien. Wenn überhaupt, dann war das ein Schimpfwort, wurde mit Massenmedien, also was ganz Schlimmes. Ein Fernseher kommt mir nicht ins Haus, so auf der Ebene noch verbunden. Und ich habe als Theaterwissenschaftler promoviert, also auch ohne Medien. Ein Buch war kein Medium, sondern Bücher gab es auch nicht. Es gab in der Literaturwissenschaft nur Texte, Inhalte. Und so weiter. Also Medien ist dann etwas sehr Spätes. Und wenn Sie jetzt Medienwissenschaft studieren, dann liegt das daran, dass so alles plötzlich mal zusammenkam. Nämlich das Bewusstsein, dass die Dinge doch unterschiedliche Träger, materielle Träger haben. Wenn sie einmal Literatur sind und einmal im Film wieder erscheinen, als Literaturverfilmung und Ähnlichem, dann ist das keine Veränderung der Story. Und wenn ja, dann eben durch die anderen Medien, die dabei eine Rolle spielen. Und dann war allmählich ein Bewusstsein dafür da, dass man nie auf Medien gesondert achten müsste, also die mediale Konstruktion von Narrativen und Inhalten. Und so ist die Medienwissenschaft entstanden. Und also ich bin ein Pionier dieser Medienwissenschaft. Und die gibt es dann so seit den 90er Jahren, vorigen Jahrhunderts. Okay. Zu dem Film, es ist eine Motivgeschichte, so hat man das früher genannt, das Essen im Film, die Liebe im Film und so weiter, dann hat man entsprechend dazu Ausschnitte gesammelt. Ich habe schon mal einen solchen Kombinationsfilm gemacht, über das Kino geht ins Kino, Publikum im Kino erscheint dann im Film, der dann wieder im Kino projiziert wird. Das sind also so reflexive Schleifen, die da medial eine Rolle spielen. Und diesmal also die Gemäldegalerie im Film und ja, darüber gleich mehr. Und vor allem, warum das interessant sein könnte, sowohl wenn man sich für den Film interessiert, als auch wenn man sich für die Kunst und für die mediale Aufbereitung und Darstellung und institutionelle Darstellung von Kunst interessiert.
Das macht mich immer ein wenig melancholisch. Ein stolzes, altes Schlachtschiff wird schmachvoll auf den Schrott geschleppt. Die Unabwendbarkeit der Zeit, nicht wahr? Was sehen Sie? Ein Schiff und noch ein Schiff. Entschuldigen Sie. 007. Ich bin Ihr neuer Quartiermeister. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Warum? Weil ich keinen Laborkittel trage? Weil bei Ihnen noch die Pickel sprießen. Meine Hautbeschaffenheit ist wohl kaum relevant. Ihre Kompetenz schon. Alter ist keine Garantie für Effizienz. Und Jugend ist keine Garantie für Innovation. Lassen Sie es mich so formulieren. Ich richte im Pyjama am Laptop noch vor meiner ersten Tasse Earl Grey mehr Schaden an, als Sie in einem Jahr Außeneinsatz. Ja, wozu brauchen Sie mich dann? Hin und wieder muss ein Abzug gedrückt werden. Oder eben auch nicht. Ist schwer zu beurteilen im Pyjama. Q. 007. Ihr Ticket nach Shanghai. Einsatzpapiere und Pass. Danke. Und das hier. Weiter PPKS, 9 mm kurz. Es befinden sich thermale Mikrosensoren im Griff. Sie ist auf Ihren Handabdruck kodiert, nur Sie können sie abfeuern. Weniger willkürliche Mordmaschine, mehr ein persönliches Statement. Und das? Ein Funktransmitter, Standardausführung. Aktiviert überträgt er Ihre Koordinaten. Ein Notsignal. Und das war's. Eine Pistole und ein Sender. Weihnachten stelle ich mir anders vor. Haben Sie explodierende Stifte erwartet? So etwas machen wir eigentlich nicht mehr. Viel Glück für Sie da draußen. Und bitte bringen Sie die Ausrüstung in einem Stück zurück. Schöne neue Welt. Ja, ich denke, Sie kennen den Film, James Bond, Skyfall. Aber das hat es noch nicht gegeben, dass tatsächlich ein Bond, ein James Bond, in einer Kunstgalerie auftaucht. Man kennt das anders. Und die Frage ist jetzt, warum wir ihn hier 2012 mit einem Mal sogar in einer Kunstgalerie eben antreffen, der Film hier in einer Kunstgalerie spielt. Bond eilt in die Londoner National Gallery und sitzt anschließend etwas missmutig vor dem Bild von William Turner, The Fighting Temeraire. Ein junger Mann tritt neben ihn und erzählt was von einem alten, stolzen Schlachtschiff, das schmachvoll auf den Schrott geschleppt wird. Was sehen Sie, fragt er, und uns in diesem Fall auch. Bond antwortet genervt, ein Schiff, noch ein Schiff. Dabei weiß jeder Engländer, dass diese Temeraire, dieses große Segelschiff, entscheidend am Sieg der Engländer unter Nordmerzen in der Schlacht bei Trafalgar beteiligt war und das von nun an es in einem, von einem modernen Dampfschiff aus dem Verkehr gezogen wird. Der junge Mann stellt sich als neuer Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes M16 vor, mit dem Auftrag, Bond für seinen nächsten Einsatz auszustatten. Er selbst ist ein moderner Cyberkrieger, der für das alte Schlachtschiff Bond nur Mitleid, eine sicherlich analoge Pistole und einen Peilsender übrig hat. Die Übergabe findet nicht mehr in unterirdischen Labors, sondern an diesem öffentlichen Ort der Kunstgalerie statt, wo die Bilder Geschichten erzählen wie die vom Wandel der Zeit. Aber die Kunstgalerie selbst ist als eine alte, traditionsreiche Institution diesem Wandel unterworfen. Eine Art stolze Temeraire, die noch mit vollen Segeln doch schon von den digitalen Medien auf den Haken genommen und ins Abseits geschleppt wird. Ähnlicher geht es dem Kino, das diesen Film auf seiner Leinwand zeigt. Um einen Film wie diesen sehen zu können, wird es kaum mehr benötigt. Es ist ein opulentes Museum für den Besuch von Filmen, die es projiziert, so wie die Kunstgalerie, von der der Film Skyfall erzählt, ihre oft hunderte Jahre alten Bilder dort präsentiert. Beide, Kunstgalerie und Kino, sind wie zwei alte Schlachtschiffe. Gemeinsam
einem grundlegenden Wandel unterliegen, wenn sie nicht ins Abseits gedrängt werden wollen. Das Treffen der Agenten findet nicht mehr unsichtbar im Geheimen statt, sondern an einem öffentlichen Ort, an dem sogar das Sehen Thema ist. Aber vielleicht macht gerade die übergroße Sichtbarkeit in Gemäldegalerien diese Zusammenkünfte unsichtbar, solange sie sich an den allgemeinen Habitus und die Konventionen des Ortes anpassen. Auch wenn sie an den ausgestellten Gegenständen, die eher der Markierung des Treffpunktes dienen, in der Regel nicht interessiert sind. So ein klassisches Treffen analog zu Bond, zur Bond-Sequenz in der National Gallery hat Tom Tykwer für seinen Film The International im Jahr 2009 in der Berliner Alten Nationalgalerie inszeniert. Armin Müller-Stahl betritt das Museum und dann einen menschenleeren Saal, wo ein Mann vor einem Gemälde sitzt, ohne es zu sehen. Gefällt Ihnen das Gemälde? Beide sehen zu dem Bild. Der Mann, ein Auftragskiller, sagt, mir gefällt die Agonie darin. Sie entspricht der Realität. Damit ist ein Grundton angestimmt, der bis zum katastrophalen Ende im New Yorker Guggenheim Museum wieder in einer Gemäldegalerie, die allerdings stark zerstört wird, anhalten wird. Für vier Bankräuber ist nach einem missglückten Überfall eine Sitzrotunde in einer der Galerien des Louvre mitten unter den Museumsbesuchern ein Ort für die Planung des weiteren Vorgehens. Sie laufen vor den Gemälden entlang und trennen sich als normale Galeriebesucher, bevor sie sich auf der Sitzrotunde niederlassen, um die Lage zu besprechen. Einer von ihnen nimmt die Gelegenheit wahr und sieht sich einige der berühmten Gemälde van Goghs an. Das ist aus dem Film Jean-Pierre Méliès, Un Flic von 1972. Die Bankräuber im Louvre sind eine ironische Variante des Themas. Die Galerie als Ort der Gemälde ist für Wim Wenders ein blickloses Labyrinth, in dem sein Agent mit seinen Auftraggebern, die ständig in den Räumen unterwegs sind, nur durch Smartphones verbunden ist. Ihre Bewegung hat mit dem Charakter des Ortes nichts zu tun. Sie spielt mit der labyrinthischen Unübersichtlichkeit der Räume, die dadurch vorübergehend zu ihrem Sichtbaren versteckt werden. Das ist grenzenlos von Wim Wenders, Submergence auf Englisch, ganz neu von 2017. Fazit. Die Gemäldegalerie als Ort für konspirative Treffen macht sichtbar, was sonst unsichtbar im Geheimen bleibt. Der Überschuss an Bildern bzw. an Sichtbarkeit kann gerade deshalb als Versteck dienen, wenn sich die Akteure an die Regeln des Ortes anpassen. Die Galerie ist ein sehr traditioneller, auch konventioneller Ort, der den Ansturm der neuen digitalen Bilder thematisierend, aber nicht aufhalten kann. Dafür wird die Galerie selbst digital werden müssen. Ähnliches gilt für das Kino, für das die meisten Filme noch immer gemacht sind, das aber eine immer geringere Rolle für ihre Konsumtion spielt. Zwei traditionelle Bildarchive, ein älteres, traditionelles Museum und ein modernes, technisches Kino haben sich verbunden. Nicht die Gemälde, nicht die Filme, sondern die Institutionen, Galerie und Kino, stehen hier zur Debatte, auf die ich gleich zurückkommen werde. Was geschieht sonst noch, wenn in einem Film eine Gemäldegalerie als Schauplatz und Ort der Handlung eine Rolle spielt? Man könnte die fast 90 Beispiele, die ich inzwischen gesammelt habe, nach Kriterien unterscheiden, wie schnellere oder langsamere Durchquerung der Galerie oder kürzerer oder längerer Aufenthalt mit oder ohne Interesse an den Kunstwerken. Oder man kann nach den Absichten des Aufenthalts in der Galerie fragen, wo sich nicht nur Agenten und Bankräuber oder Bilderdiebe, sondern auch Freunde und Verliebte treffen. Das Personal der Museen ist beruflich als Wärter oder Museumsführer anwesend. Eine Galerie kann zum Ort für Entdeckungen und Träume, spezielle Erfahrungen und sogar selbst zum Tatort für Mord und Diebstahl und sogar im Ort der eigenen Zerstörung werden, wie das im Guggenheim-Museum am Ende des Films von Tom Tykwer's The International, hatte ich schon erwähnt. Hier sind jetzt ein paar Beispiele. Die schnellste Durchquerung des Louvre in 9 Minuten, 28 Sekunden, wir brauchen immer eine halbe Stunde, hat Jean-Luc Godards Außenseiterbande 1964 vorgemacht. Bernardo Bertolucci hat sie in seinem Film Die Träumer im Jahr 2003 in einem Zitat Godards nachgemacht.
Rekord um 17 Sekunden unterbrochen. Der Rekord war ein amerikanischer Rekord. Und wahrscheinlich auch der von Godards Film. Die schwarz-weißen Teile sind aus Originalteile aus Godard und werden hier quasi materialmäßig, also medial zitiert, während das Ganze ganz getreu nach Godards Sequenz wiederholt wird. Diesen lustigen Missbrauch des Louvre stehen in Marcel Odenbachs Kurzfilm Im Schiffbruch nicht schwimmen können von 2011 drei Migranten aus Afrika gegenüber, die lange vor dem riesigen Gemälde von Théodore Géricault das Floß der Medusa sitzen und diesen traumatischen französischen Schiffbruch aus dem 19. Jahrhundert mit ihren eigenen Erfahrungen der Flucht über das Mittelmeer in Beziehung bringen. Eine junge Frau, die gerade wie Ibsens Nora aus dem Puppenhaus ihrer Ehe ausgebrochen ist, sucht im Kunstmuseum eine kurze Zeit der Ruhe, ein Moratorium, bis sie sich alleine in ein anderes Leben stürzt. Der Film ist von Jan Speckenbach, Freiheit, auch relativ neu, von 2017. Berühmt ist die New Yorkerin, die im Metropolitan Museum auf eine Bekanntschaft hofft, während wir fürchten, dass sie dort ihren Mörder trifft, aus Brian De Palmas Rest to Kill, 1980. Für James Stewart, das ist berühmt, wird die Gemäldegalerie zum Ort der schicksalhaften Verkennung, indem er Kim Novak auf das Gemälde, vor dem er sie sieht, projiziert und mit der abgebildeten Figur identifiziert. Also Vertigo, 1958. Der Kunstraub der Nazis während des Zweiten Weltkrieges hat mehrfach Anlass für Auftritte deutscher Militärs in Pariser Galerien gegeben. Zum Beispiel im Jeu de Paume, in John Frankenheimers Film Der Zug von 1964, schwarz-weiß. Nach dem Krieg ging es dann um die Rettung der Kunstwerke in einer sowjetischen und einer amerikanischen Variante. Die zu vergleichen ist Thema für sich hochinteressant. Der sowjetische Film ist von Heinz Thiel und Lev Anstam. Fünf Tage, fünf Nächte von 1961, in opulenter Farbe, Aquacolor, das war damals noch in der Tradition der des Raubfilmmaterials als Kriegsbeute der Russen. Und demgegenüber George Clooney, Monuments Man von 2014. Warum ich das so betone, ob das schwarz-weiß oder Farbe ist, darauf komme ich gleich. Der Louvre hat immer wieder als Location und glamouröse Kulisse für Mordtaten herhalten müssen. Zuletzt in einer französischen Serie, The Art of Crime, 2017. Einen Sonderstatus nehmen die Filme von Woody Allen ein, die fast immer entweder die Bühne eines Zauberers oder eine Gemäldegalerie bespielen. Meistens mit dem schönsten in Manhattan 1979. Ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen den auch zeige, aber weil ich annehme, dass Sie den alle kennen, geht es darum, das idiotische Kunstgeschwätz von New Yorker Intellektuellen zu verspotten. Ein anderer Sonderfall sind Animationsfilme, die eine Galerie gerne zum Spielplatz mit ihren verrückten Einbildungen machen. Marge geleitet Homer Simpson mit Ernst und Würde an den großen Gemälden der Weltkunst vorbei. Immerhin, er soll lernen, was Kunst ist. Die Looney Tunes dagegen, allen voran Bugs Bunny, rasen durch die Galerien, pixeln sich durch die Gemälde an den Wänden, verwandeln sich in Figuren der Bilder und richten fröhliches Chaos in den heiligen Hallen der Kunst an. Sie sind aus dem gleichen Stoff wie die Bilder. Da kommt Pixel zu Pixel, wenn sie in den Gemälden verschwinden. Film von Joe Dante, Looney Tunes, Back in Action, 2003. Ah!
euch ein über! Farbpunkte gesetzt werden, welche zusammengenommen ein Bild ergeben. Das ist unfair. Ich finde, man sollte immer etwas lernen, wenn man ins Kino geht. Ja, finde ich auch. Jetzt könnte es so aussehen, als ob die Verbindung von Kinofilm und Gemäldegalerie eine konstante Erscheinung in der Filmgeschichte ist. Dem ist nicht so. Erst seit der Farbfilm Standard ist, sind Gemäldegalerien Ort und Thema von Filmen geworden, also seit dem Beginn der 1960er Jahre. Gemeinsamkeiten und Auseinandersetzungen zwischen Film und Malerei hat es tatsächlich bereits seit den Filmavantgarden nach dem Ersten Weltkrieg gegeben. Malerei im Film und sogar Malerei als Film zu thematisieren, war auch damals schon an die Möglichkeit des Farbfilms gebunden. Malerei ist auch Linie, aber vor allem Farbe und erst dann auch Bewegung. Oskar Fischinger, einer der großen Filmavantgardisten, hat damals ein spezielles Farbsystem für seine gemalten Filme entwickeln müssen, um sie quasi in Bewegung zu versetzen. Dagegen machte es sich bis Anfang der 1960er Jahre, bevor der Farbfilm zum Standard der Filmproduktion wurde, für den Featurefilm keinen Sinn, die opulenten farbigen Gemälde auf das Grau seiner schwarz-weißen Filme zu reduzieren. Es gibt berühmte Ausnahmen, zum Beispiel den Film von Alain Vernet, Van Gogh von 1948 mit einer ganzen Reihe damals von Malereidokumentationen. Aber die waren schwarz-weiß und die hatten auch ein anderes Thema, eine andere Absicht. Es spielte auch ein ästhetisches und historisches Minderwertigkeitsgefühl des Films eine Rolle. Wenn dennoch Museen oder Galerien als Spielorte einbezogen wurden und der Plot es verlangte, dann hat man die Gemälde möglichst weggelassen. In Alfred Hitchcocks frühem Film Blackmail, 1929 selbstverständlich in düsterem Schwarz-Weiß, mündet die finale Verfolgungsjagd im British Museum. Allerdings in den dunklen Katakomben der Skulpturensammlung der ägyptischen Abteilung. In Roberto Rossellinis Paisar 1946 rennen Partisanen bei der Befreiung von Florenz von den Deutschen geduckt durch die Offizien, die allerdings wegen des Krieges leer von Kunstwerken sind. Filme, die bis in die 1960er Jahre noch schwarz-weiß gedreht wurden, aber das Zeug hatten, durch die Opulenz von Kunstwerken in Gemäldegalerien aufgewertet zu werden, darum ging es doch, sind dann in ihren farbigen Remakes in den Louvre, immer wieder in den Louvre, die Londoner National Gallery, das New Yorker Metropolitan oder die Berliner Alte Nationalgalerie eingezogen. Hier sind zwei besonders schöne Beispiele. 1959 hat Heinz Rühmann alle Möglichkeiten, sich ungesehen zu bereichern, nachdem er festgestellt hat, dass er mühelos durch Wände gehen kann. Wo geht er hin? In einen Juwelierladen, wo er sich ein Schmuckstück für die geliebte Nachbarin klaut. Die Diamanten glitzern schwarz und weiß. Das ist von Ladislao Vajda, ein Mann geht durch die Wand, 1959. Schwarz-weiß. Das französische Remake lässt denselben Mann in Farbe durch die Wände eines Kunstmuseums gehen und dort ein Bild an der Wand stehlen. Ein Bilderdiebstahl machen Kinofilm und Gemäldegalerie gemeinsame Sache. Das Kino öffnet seine Leinwand zur Galerie, wo es sich die opulenten Bilder der Kunstgeschichte aneignet. In der Gemäldegalerie ist der Film als Bilderdieb gewissermaßen unterwegs. Das Remake ist von Dante Desarte, der durch die Wand geht, von 2016, also relativ neu. Beide basieren auf der Erzählung von Marcel Aimé, Le Passe-Muraille von 1943. Belphégor oder Das Geheimnis des Louvre ist eine französische 13-teilige Serie, die 1965 erfolgreich sowohl im Kino als auch im Fernsehen gelaufen ist. Schon wegen des frühen Fernsehens in Schwarz-Weiß.
Fernsehen war ja schwarz-weiß. Sie spielt in den Katakomben der ägyptischen Abteilung des Louvre. 36 Jahre später, 2001, hat derselbe Regisseur, Claude Barmard, im farbigen Remake seines Films in die großartigen Gemäldegalerien des Louvre verlegt, wo seine Phantome nun ebenfalls in Farbe spuken. Dieser Film, ebenfalls von Barmard, Belle Figure, Le Fantôme du Louvre. Von nun an ist der Film in Farbe mit den opulenten Gemälden in der Gemäldegalerie, die ausführlich vorzeigt, zu einem quasi Gesamtkunstwerk aufgestiegen. Als ich an die untere Säule kam, war das Mondlicht so hell, dass ich meine Lampe ausmachte. Es schien alles ganz normal zu sein. Da plötzlich sah ich es. Was? Das Gespenst. Da stand es. 2 Meter hinter der alten Götterstatue. Was haben Sie gemacht? Ich habe geschossen. Ja. Und jetzt kommt das Unheimlichste. Es ist unmöglich, dass sie aus der Entfernung wenigstens einmal treffe. Es hat sich nicht bewegt. Und dann? Und dann... Adieu, Marie. Was soll das heißen? Es war verschwunden. Wie CinemaScope oder VistaVision, hindert den Film nichts mehr daran, auch im Kino die Rubens, Rembrandts oder Leonardos darzustellen. Diese Annäherung an die Kunstgeschichte, in die sich der Film einzuschreiben bemüht, sollte insbesondere ein Sieg über die neuen Widersacher des Films im Kino werden. Zuerst hat das Fernsehen mit seinen lächerlich kleinen grauen Bildern dennoch große Teile des Publikums vom Kino abgezogen. Schlimmer war, dass auch der Film selbst begonnen hat, das Kino zu verlassen. Es war künftig nicht mehr erforderlich, in ein Kino zu gehen, wenn man einen Film sehen wollte. Aber nur im Kino kann man einen Film sehen, der ästhetisch, nie medial, einem Kunstwerk im Museum gleicht. Home Video wiederum ist zur Konkurrenz von Kino und Fernsehen geworden. Und wie das Ganze am Computer enden wird, sehen wir heute. Davon gleich mehr. Museen und Kunstgalerien waren nach dem Krieg vielfach beschädigt und zerstört, ähnlich wie viele Kinos. Der Wiederaufbau der Museen war von Anfang an eine nationale Prestigeangelegenheit, was man sehr schön an der Konkurrenz der beiden deutschen Staaten sehen konnte. In Berlin gibt es aufgrund der Teilung heute 2 Nationalgalerien, eine früher in der DDR und eine im Westen, beide jetzt in Berlin fast nebeneinander. Dass die Gemäldegalerien auch in der Kunst des, Gunst des Publikums einen enormen Aufschwung erfahren haben, mag jedoch vor allem an der sich rasant entwickelnden Bilderkultur weltweit liegen. Bilder, vor allem Fotografien, sind nicht erst digital zum ästhetischen, politischen und auch ontologischen Problem geworden. Je mehr sich die Vorstellung von Wirklichkeit in ihre fotografische Darstellung von Wirklichkeit verschoben hat, und dargestellte Wirklichkeit nicht einmal mehr als Darstellung, sondern als die Sache selbst empfunden wird, und Wirklichkeiten scheinbar endlos durch weitere fotografische Einbildungen erweitert werden können, ist dem
Vertrauen in das faktisch Reale der Boden entzogen. Dagegen verweisen gemalte Bilder oder Skulpturen, sogenannte Originale, zunächst einmal auf sich selbst, als physisch vorhandene Dinge, die andere Dinge abbilden oder darstellen können. Es mag im Zeitalter der analogen und schließlich digitalen Fotografie die Sehnsucht nach dem physisch vorhandenen Original sein, das die Menschen zu Hunderttausenden in die Museen und Gemäldegalerien treibt. Fast alle Bilder, die dort ausgestellt werden, sind ihrem Publikum bekannt. Wir sind mal in Basel in einem Museum gewesen und haben dort Monet gesehen und standen vor Bildern, die wir alle kannten. Jedes einzelne Bild und auch die Leute, die da waren, haben zumindest ihre Urlaubsfotos in diesen Bildern Südfrankreichs wiedererkannt und standen doch fasziniert davor. Was hat die so fasziniert an Bildern, die sie doch kennen? Die Idee, dass es quasi ein Original aus dem 19. Jahrhundert ist. Gerade deshalb, weil sie auf Postkarten, in Büchern, Magazinen, im Internet allgegenwärtig sind, entsteht der Wunsch, dem eigentlichen Bild, dem Original, dem wirklichen Bild, mit seiner Aura aus Autor und Werk, Authentizität und Echtheit zu begegnen. Denn, sagt Walter Benjamin, noch bei der höchst vollendeten Reproduktion fällt eines aus, das Hier und Jetzt des Kunstwerks, sein einmaliges Dasein an diesem Orte, an dem es sich befindet. Die Originale wollen an ihrem Ort aufgesucht werden. Die Reproduktionen dagegen drängen sich uns auf, wo wir gehen und stehen. Mit den Reproduktionstechniken haben sich die Bilder immer wieder verändert. Nur die Originale sind dieselben geblieben oder verschwunden. Das ist ihr Risiko, das Risiko der Einmaligkeit. Mechanische Fotografie, elektronisch-analoge, Video- und digitale Reproduktionen haben die Bildproduktion und Vermittlung ungeheuer beschleunigt. Bis zu dem Punkt, dass man sich fragt, ob das überhaupt noch Bilder sind. Bilder, die da als Daten mit einem Algorithmus, der sie als Bilder darstellen lässt, durchs Internet rauschen. Während einerseits die Museen ihren Erfolg auf die Sehnsucht nach authentischen Dingen, so das immer wieder genannt, zurückführen und sich als letzte Kathedralen feiern lassen, wählen sie stolz die Eröffnung einer virtuellen Kunsthalle der Münchner Alten Pinakothek im Programm vom ZDF Kultur, abrufbar in Mediatheken oder bei YouTube mit dem Risiko, dass dort die Sehnsucht nach den authentischen Dingen verraten wird und das originäre Gemälde nur noch als Matrix für seine unendliche Vervielfältigung dient. Also auch hier der Auszug aus dem Museum durch die elektronischen Medien, durch die digitalen Medien, die, und das merken die Museen inzwischen auch, die Originale in ihrer schwerfälligen Dinglichkeit zurücklassen. Die Kathedrale verlässt ihren Platz, um in dem Studio eines Kunstfreundes Aufnahme zu finden, hat Walter Benjamin schon 1936 geschrieben. Inzwischen häufen sich die Meldungen, dass Besucherschwund, nämlich 20% in den vergangenen 10 Jahren, und Vandalismus auch den Museen und Galerien zusetzen. Gerade beim jungen Publikum fehle der nötige Respekt vor der Institution und ihren Exponaten. Die Magie des Originalen verfängt offenbar in Zeiten von Instagram nicht mehr. Das Echte hat sich dem Falschen ergeben müssen. Der Film ist Fotografie in Bewegung. Er erzählt erfundene, ebenso wie gefundene, dokumentarische Geschichten. In jedem Fall ist Film als Fotografie in Bewegung niemals ein Original. Erst die in den Film eingebettete Gemäldegalerie wird zum Schauplatz des Originären und kann damit dem Film zumindest in Teilen den Anschein ästhetischer und kultureller Legitimität, ein traditionelles Milieu, vermitteln. Seitdem gibt es ein permanentes Crossover beider Institutionen, des Kinos und des Museums, vermittelt über den Film. Das Museum, der Konzertsaal, das Theater, die Oper finden inzwischen auch live übertragen, ebenso im Kino statt, das sich technisch, ästhetisch
visuell und akustisch auf das Niveau der bildenden Künste gebracht hat. Das Kino revanchiert sich mit Dienstleistungen im Museum, wo Bildschirme mit Bewegtbildern das Bildangebot zum Beispiel in didaktischer Absicht ergänzen. Kino und Kunstmuseum werden austauschbar, wenn es um die visuellen Künste geht. Schon spricht man von der Musealisierung des Kinos. Die Berliner Kunstzeitung fragt, liegt die Zukunft des Kinos im Museum? Wird das Museum zum digitalen Kino seiner selbst? Vom Clash der Bilder im digitalen Stream wird vielleicht noch die Rede sein. Mit dem Bewegungsbild im Kino und dem Gemälde in der Galerie sind zwei Ordnungen, Anordnungen von Bildern, wir sagen auch zwei Dispositive der Bilder, die unterschiedlicher nicht sein können. Im Kino gibt es an zentraler Stelle im Saal nur ein, wenngleich bewegtes Bild. Der Betrachter dieses Bewegungsbildes ist fest ihm gegenüber angeordnet, unbeweglich während der gesamten Zeit der Rezeption. Diese starre Anordnung ist eine Sache des Kinos, nicht des Bewegungsbildes. Denn sobald der Film das Kino verlassen hat und auf analogen und digitalen Monitoren überall in jeder Zeit nach der Werbung von Netflix gesehen werden kann, kommt auch der Betrachter in Bewegung. Gleichsam sein Kino in der Tasche immer mit dabei. Die Galerie ordnet dagegen ihren Besucher ganz anders zu ihren Bildern an. Die sind nebeneinander, manchmal übereinander an den Wänden aufgereiht, nach Biografie oder Genrethemen oder nach den Absichten des Betrachters geordnet, der oder die die Bilder an den Wänden abschreiten muss, wenn er oder sie sie einzeln oder im Zusammenhang sehen will. Richtung und Reihenfolge sind jederzeit änderbar. Ihre Erzählung erschließt sich aus ihrer Anordnung, die grundsätzlich offen, also veränderbar ist. Gegenüber dem Schauplatz Gemäldegalerie im Kino, im Film, ist der Betrachter gespalten in einen beweglichen Gemäldegalerie-Besucher und einen unbeweglichen Kinobesucher, der im Kino dem anderen auf der Leinwand dabei zusieht, was der oder die in der dargestellten Galerie zu sehen bekommt. Diese eigenartige Verdoppelung macht sich vor allem im reinen Kunstfilm mit Rundgängen durch berühmte Galerien, die regelmäßig in Kinos gezeigt werden, bemerkbar, wo eine Art Avatarblick an meiner Stelle durch die Galerien geistert. Am 14. April gibt es, glaube ich, den Film, der in dem großen Kunstfilm über die über das Kunstgeschichtliche Museum in Wien. Also, wenn Sie Interesse haben, gucken Sie sich das an. Das ist ein Film, den man sonst schlecht erreicht und oder teuer bezahlen muss, und der wird, ich glaube, bei Arte oder Dreisat gesendet. Wenn die Filme das Kino verlassen haben und auf Fernseh- oder Videomonitoren, auf Computerbildschirmen oder Smartphone und iPad-Displays gesehen werden, handelt es sich in der Regel größtmöglicher Produktauswertung immer noch um Kinofilme, die mit ihrer Ordnung des Sehens im Widerspruch zu ihrer medialen Darstellung, zum Beispiel auf einem Smartphone-Display, stehen. Es ist einfach unmöglich, dass man denselben Film in einem Kino auf einer riesigen Leinwand sehen kann und dann mit dem Zug nach Hause fährt und den Film nochmal auf seinem kleinen Smartphone anguckt. Der Film ist derselbe und ist für denselben Darstellungsmodus gemacht, wird aber quasi in völlig verschiedenen medialen Konstruktionen dann wahrgenommen. Und das gilt natürlich auch für die Galerie, durch die der Spielfilm seine Handlung führt. Manchmal kehrt eine Galerie als Film in das Kino zurück. Die Videoinstallation Manifesto 2015 von Julian Rosefeld zeigt auf 12 Bildschirmen, angeordnet wie in einer Kunstgalerie, die Schauspielerin Kate Blanchett, die in 12 verschiedenen Rollen und Situationen Manifeste aus Kultur und Politik vorträgt. Sie beginnt natürlich mit dem kommunistischen Manifest. Der Betrachter dieser zugleich unbewegten und bewegten Bilder, also einfach 12 Monitore hängen an der Wand, großer Raum, und man geht von einem Monitor zum anderen. Auf jedem Monitor spielt quasi Kate Blanchett eine Szene, die völlig unterschiedlich angekleidet und vom Charakter ganz unterschiedlich. Das ist hochinteressant, wenn man also von einem zum anderen geht.
Der Betrachter dieser zugleich unbewegten und bewegten Bilder geht ohne eine festgelegte Richtung von Monitor zu Monitor und kann sich um sich herum stets die gesamte Anordnung der Bilder simultan wahrnehmen, wie in einer normalen Gemäldegalerie auch. Das sind insgesamt 12. Ich habe noch einen Ausschnitt hier, wenn man es etwas näher hat. Diese Installation ist nun als Film mit entsprechenden Anpassungen im Kino zu sehen. Wiederholungen schaffen Verbindungen zwischen den einzelnen Situationen und sorgen für eine Art narrativer Kontinuität der filmischen Darstellung. Der bewegungslose Zuschauer im Kino hat nur noch ein großes, bewegtes Bild vor sich, das alle anderen 12 Bilder zu einem Film verbunden enthält. Kino und Kunstmuseum werden austauschbar, wenn es um die visuellen Künste geht. Man kann nur spekulieren, aber ich glaube, es entsteht tatsächlich auf diese Weise eine Art Amalgam, wie es das folgende Beispiel exemplarisch vorführt. Es ist weder Kino noch Film, eine Mischung aus Music Clip und Instagram, Selfie und Digifoto, und so macht es die Gemäldegalerie zum Schauplatz einer Ästhetik, die derjenigen entspricht, die millionenfach von den Besuchern, zum Beispiel des Louvre, in ihren Smartphone-Selfies mit Gemälden praktiziert wird, die sich womöglich in diesem Beispiel den Posen und Objekten wiedererkennen. C und JZ, der Clip heißt Ape Shit, The Carters von 2018. Das ist ganz neu. Die Presse hat behauptet, dass dieser Clip wesentlich dazu beigetragen hat, dass Museumsgalerien wieder sehr populär bei den jungen Leuten sind. Blättert man um, steht da, dass die Jugend da nur Mist macht in den Kinos, keinen Respekt mehr hat vor den Bildern. Also ist eine ganz widersprüchliche Situation. Aber sie werden das, die Art und Weise, wie die beiden sich vor den Bildern darstellen, in den Selfies, die dort gemacht werden, überhaupt in der Wahrnehmungssituation, im Louvre permanent wiedersehen. Das ist die Standardsituation, wie man sich mit den Gemälden zusammen darstellt. Der Film in seiner Geschichte wollte nicht nur populär, sondern auch Kunst sein, auch im Filmtheater respektive Kino, das heißt kommerziell. Gegen den Willen sowohl der Filmindustrie als auch der Kunst als Institution haben sich beide kulturellen Bereiche allmählich angenähert. Der Film wurde künstlerisch, ich denke an die Arthouse-Filme. Die Kunst bediente sich des Films, der Videothek und so weiter. Die Gemäldegalerie als Schauplatz der Kunst war im Film kein Fremdkörper mehr. James Bond kann, wie gesehen, auch im Kunstmuseum vom Geheimdienst instruiert werden. Anlässlich eines Festivals Kino der Kunst 2013 in München konnte festgestellt werden, Kunst und Kino sind schon lange keine getrennten Sphären mehr. Man kann diese Sphären bezogen auf das Kino und die Galerie noch einmal in dem häufig gebrauchten Bild von der Black Box und dem White Cube der Galerie unterscheiden.
und nach ihren Kombinationsmöglichkeiten fragen. Die White Cube der Gemäldegalerie ist, obwohl seine Wände selten wirklich weiß sind, der ideale Ort für die Präsentation einzelner Bilder, die vom Umfeld des Bildes, der Wand, an der sie hängen, so wenig wie möglich beeinflusst werden. Der neutrale Raum lässt seinen Bildinhalt für sich selbst sprechen. Dass er ein ideologischer Raum ist, dessen weiße Reinheit gegenüber dem umgebenden Milieu zum Beispiel auch den Betrachter vor dem Bild neutralisieren und auf den Bildinhalt konzentrieren soll, ist immer wieder kritisiert. Die Blackbox des Kinos verfährt noch viel radikaler. Wenn das Licht ausgegangen ist und der Vorhang, falls vorhanden, sich gehoben hat, zählt in der herrschenden Dunkelheit nur noch eins. Das Licht der Projektion, das von der Leinwand reflektiert wird und das uns den Film zeigt. Wie ist unter diesen Umständen eine Kombination der beiden Boxes möglich? Bei Ausstellungen im White Cube der Gemäldegalerie ist es üblich geworden, auch Videomonitore wie Bilder an die Wand zu hängen. Haben wir gesehen. Sie haben die Aufgabe, historische und ästhetische Zusammenhänge und Hintergrundinformationen bereitzustellen. Sie vermitteln zwischen den Gemälden und den Betrachtern. Für größere Beiträge werden am Rande Blackboxes aufgestellt, kleine, relativ autonome Kinos, die zum Beispiel biografische Filme oder Werkanalysen zeigen, die dann auch im Museumshop als DVD wie die Postkarten der Gemälde zu erwerben sind. Werk- und Ausstellungsformen wie Installationen haben noch engere Beziehungen zum Film. Der einzige Weg für die Gemäldegalerie ins Kino führt über die virtuelle Öffnung der Kinoleinwand. Das bedeutet, dass alles, was im Kino gezeigt werden kann, Film sein muss, damit es gesehen werden kann. Museen, Gemäldegalerien, einzelne Kunstwerke müssen zuerst Film werden, damit sie mit dem Kino kombinierbar sind. Das macht das Kino, genauer seine mechanisch-fotografischen Eigenschaften, so schwerfällig in Bezug auf die anderen Künste. Auch die Bühnenkunst des Varieté hat seit der Einführung des Tonfilms ihre Zusammenarbeit mit dem Kino aufgegeben. Bis in die 30er Jahre gab es noch regelmäßig vor den großen Filmveranstaltungen Varieté-Aufführungen vor dem geschlossenen Vorhang. Und erst wenn die Leute, die da auf den Kopf gelaufen sind oder kleine Kunststücke gezeigt haben, wenn das vorbei war, ging dann der Vorhang auf und der Film begann. Also Doppelung in der Darstellungsweise. Umgekehrt hat der Film als Rückprojektion in Theaterinszenierungen immer wieder erfolgreich den dargestellten Raum erweitert und aus dem Theater beinahe ein Kino gemacht. Ich denke an Inszenierungen Erwin Piscators an der Berliner Volksbühne. Heute ist es fast üblich geworden, dass auf der Bühne selbst Videokameras mit eingesetzt werden und dass dort Räume, Spielräume quasi als Video aufgebaut werden oder vervielfältigt werden, dass also die Videokamera ein Akteur auf der Theaterbühne ist. Damit die Gemäldegalerie mit dem Kino verbunden werden kann, muss sie ganz, zum Beispiel als virtueller Rundgang durchs Museum oder teilweise als Schauplatz der Filmhandlung Film werden. Während der White Cube wesentlich mehr zur Integration anderer Künste fähig ist, was vielleicht auch sein Beharrungs- und Überlebensvermögen erklärt, ist die Blackbox des Kinos eher hermetisch und unflexibel, was nach dem Auszug des Films das Kino in eine permanente Krise gestürzt hat. Die Gemäldegalerie als Schauplatz der Filmhandlung oder als integraler Museumsfilm, mehr Kombination von Kino und Galerie im Kino, geht nicht. Oder doch? Der Ort medialer Einbildung, der Ort der Bilder sowohl im White Cube als auch in der Blackbox sind die Wände in der Galerie, beziehungsweise die Leinwände im Kino. Die Leinwand ist ja nur eine im Kino. In seiner Diskussion von Blackbox und White Cube sieht Lev Manovich in der Erweiterung der Bildräume die Möglichkeit ihrer Kombination. Er spricht von einem allgemeinen ästhetischen Paradigma. Wie kann man unterschiedliche Räume miteinander kombinieren? Die Farbe, die auch die Galerie im Film motiviert hat, konnten bereits im Film selbst und nicht nur durch Masken und so weiter vor der Kamera, also im Schiff dargebracht zum Beispiel, die filmischen Bildräume erweitert werden. Anstelle zum Beispiel der Farbe Blau konnten andere Filmbilder in den Film eingefügt werden, natürlich auch Bilder von Gemälden und Gemäldegalerien. Dieses Bluescreen-Verfahren ist dann elektronisch perfektioniert worden, aber erst, nachdem jegliche Abbildung
als digitaler Datensatz mit jeder anderen verbunden, vermischt, durchdrungen und verpixelt werden kann, ist die Kombination der Bildräume, genauer der Räume als Bilder, verwirklicht. Bei Manovich heißt es dazu, langfristig wird vielleicht jedes Objekt zu einem Bildschirm werden, der mit dem Netz verbunden ist, sodass der gesamte bebaute Raum zu einer Reihe von Bildoberflächen wird. Man denkt dabei an die mit Reklametafeln bedeckten Gebäude von Großstädten. Ich weiß nicht, ich war mal in Seoul und habe eigentlich nur noch im Zentrum der Stadt Bilder gesehen. Riesige Projektionsflächen. Von der Stadt war eigentlich gar nicht zu sehen, außer eben diese Projektionsflächen. Alle Oberflächen wurden als Werbeflächen genutzt. Oder eben an Science-Fiction-Filme wie Blade Runner, wo genau dieses Verfahren wiederholt wird. In Ausstellungen mit Werken von Van Gogh oder Hieronymus Bosch konnte man schon einen Eindruck gewinnen, wie das aussieht. Wenn alle Bilder als riesige Projektionen auf die Wände verteilt werden, in Überblendungen wechseln und beinahe filmischen Mitteln ihre Geschichten erzählen. Wenn abends die Ausstellung schließt, dreht der Wärter das Licht ab und kein Bild ist mehr da. Nirgends kann auch keins geklaut werden. Stellen wir den Strom ab. In Paris gibt es inzwischen zwei solche Installationen, die Van Gogh, immer wieder Van Gogh und andere Bilder auf diese Weise als Projektion zeigen und riesigen Zulauf. Also die Sache mit dem Original, der Faszination des Originals hat doch offenbar sehr nachgelassen. Noch immer und immer mehr machen Filme Gemäldegalerien zu Schauplätzen ihrer Handlungen. Die Galerien sind als Originalschauplätze, immer wieder der Louvre oder als gebaute Kulissen in Hitchcocks Filmen Vertigo oder Der zerrissene Vorhang, vor der Kamera gegeben und werden fotografisch in den Film montiert. Wenn eine digitale Kombination der Räume auf derselben Bildoberfläche aussehen könnte, wie das aussehen könnte, zeigt mir jedenfalls bisher nur der Film von Steven Spielberg, Ready Player One von 2018, ein ganz neuer Film. Ich muss ganz kurz dazu sagen, kennen Sie den? Ready Player One, den sollten Sie sich angucken, auch wenn er Ihnen ein bisschen entsetzlich vorkommen wird. Aber es ist ein Film, der in einer Dystopie, also in einer ganz schrecklichen Zukunft spielt, aber die Leute haben dort die Möglichkeit, in Videospielen dieser Wirklichkeit zu entfliehen und in dieser Videowirklichkeit Abenteuer zu leben, zu lieben, zu essen, zu trinken. Nein, das nicht. Und jedenfalls zu handeln. Und eine dieser Sequenzen in dieser zweiten Ebene, also nicht ihrer Realebene, sondern in der zweiten Ebene, die sie eigentlich leben, geht es darum, in einer Queste, also in einer, sie müssen etwas suchen, ein Rätsel lösen, und sie versuchen, dieses Rätsel in einem Kino jetzt zu finden, den Schlüssel dafür zu finden, und das sieht dann so aus. Alle haben Fantasie, als Avatare sehen aus wie irgendwelche anderen Figuren. Viele der motorischen Szenen werden angedeutet, also die Zwillinge, die Gewaltszenen und so weiter aus Kubricks Shining. Man erkennt den Film wieder, er ist fast 1:1 wiederholt. Und worum es mir hier geht, ist, dass die in das Kino gehen und indem sie in das Kino gehen, gehen sie in den Film. Wie wir sagen, ich gehe heute Abend in einen Film, kommst du mit? Und die gehen wirklich in den Film, wenn sie in den Kino gehen. Die Traversale von Kino, Gebäude, Film, Handlung und so weiter ist fließend und
Ich denke, dass das etwas ist, was nur digital möglich ist und was eben auch für die Gemäldegalerie zunehmend eine Rolle spielen könnte, sodass wir mitgenommen werden als Betrachter in ein Museum und nicht vor dem Gemälde sitzen bleiben, sondern in das Gemälde reingehen und dort wie die Looney Tunes dann in dem Gemälde selbst uns bewegen können und dem Kunstwerk auf eine Weise nahe sind, dass wir es gar nicht mehr sehen. Nach wie vor trifft zu, dass im Kino Film werden muss, was analog oder digital projiziert werden soll. In der Gemäldegalerie dagegen sind Kombinationen möglich, die den realen Raum mit virtuellen Räumen erweitern, denen grundsätzlich keine Grenzen gezogen sind. Das Deutsche Goethe-Institut, das am Export von Ausstellungen interessiert ist, meldet, Virtual Reality erobert die Museen. Immer mehr Ausstellungshäuser in Europa erschließen mit der neuen Technik ungeahnte Dimension VR, Virtual Reality. Und verweist auf das Projekt Zeitreise, eine Virtual Reality App des Städelmuseums in Frankfurt am Main. Auf dem Headset einer 3D-VR-Brille kann man aktuell im Museum an Ort und Stelle sich ins 19. Jahrhundert versetzen lassen. Der aktuelle Raum wird optisch und akustisch durch eingefügte virtuelle Räume erweitert. Haben Sie schon mal so ein Ding aufgehört? Mhm. Beeindruckend. Was sieht diese Museumsbesucherin? Die steht im Museum, im Städelmuseum. Was sieht sie? Ich weiß es nicht. Vielleicht ergänzen zu den Audioeinspielungen eingeblendete schriftliche Hinweise auf die Gemälde, die sie aktuell umgeben. Vielleicht denselben Raum, wie er vor über 100 Jahren aussah, ein historisches Programm. Vielleicht aus Langeweile den Netflix-Film Well the Basso von Dan J. Roy 2019, in dem Gemälde in der Galerie ihre Besucher umbringen. Man weiß es nicht. Nur so viel ist gewiss, sie sieht keines der sie umgebenden Bilder in ihrer originären Dinglichkeit, sondern als deren digitale Reproduktion auf dem Display ihres iPhones im Headset. Der digital erweiterte Raum lässt keinen Raum mehr für die Magie des Originals, auch nicht im Museum. Und so kann man ein Museum besuchen, ohne es dort zu sehen, wo es wirklich ist. Das ist, als würde man in ein Konzert gehen und das Konzert selbst über Kopfhörer von einer CD sich einspielen lassen. Im Prinzip könnte man auch im Kino eigentlich überall und jederzeit aller Netflix virtuelle Rundgänge durch Gemäldegalerien machen. Das wird ja angeboten in vielen Programmen inzwischen, dem Internet. Sie sind eingefügt in das Bild der Wirklichkeit, das uns das iPhone im Headset gibt. Der Clash der Bilder im digitalen Stream stellt ein fast unentwirrbares Amalgam aus Bildern her, die keine mehr sind und deshalb umso mehr mit jeder beliebigen Wirklichkeit verwechselt werden können. Wie des Kinos, des Films, des Museums oder irgendeiner äußeren Wirklichkeit. Die Tatsache, dass Bilder der Virtual oder genauer sollte man sagen Augmented Reality, also erweiterten Reality, wie eine weitere beziehungsweise erweiterte Wirklichkeit in vorhandene Wirklichkeiten eingefügt werden können. Sie kennen das Pokémon-Programm. Das ist so ein Programm, dass Sie über eine solche Brille in einer vorhandenen Wirklichkeit eine andere Wirklichkeit implementieren und dort quasi eben solche Geister jagen können. Das ist eine Augmented Reality, eine erweiterte Wirklichkeit. Das führt mich zu abschließenden Überlegungen im Anschluss an zwei neuere Kulturanalysen von Luc Boltanski und Arnaud Esquerre sowie von Dirk Becker. Boltanski und Esquerre sprechen in ihrem Buch Bereicherung, eine Kritik der Ware, davon, dass es kaum noch neue Produkte für Gebrauchswerte gibt, sondern das Vorhandene narrativ vor allem in der Werbung umgedeutet, durch Einfügen verändert, dadurch angereichert, vielleicht bereichert, sicherlich verteuert wird. Es handelt sich um eine Luxusökonomie,
in die auch die Millionenpreise von Kunstgegenständen passen. Ein gutes Beispiel ist die aktuelle Jeansmode. Die neu in zerrissener Form auf den Markt kommt. Die eingefügten Risse sind keine Zerstörungen. Keine Zerstörungen der Ware, sondern ihre Bereicherung, die weder ihren Gebrauchswert noch ihren sekundären Tauschwert erhöht, die jedoch von ihrem Gebrauch erzählt, der nie stattgefunden hat, bevor die Hosen mit ihren Rissen verkauft wurden. Nur eben teurer sind sie, dadurch, dass sie auch die Risse haben. Was ver- und gekauft wird, ist Design. Für Dirk Becker ist das Design symptomatisch für das, was er die nächste Gesellschaft nennt. Design lenkt die Aufmerksamkeit auf das Heterogene und versöhnt es zugleich auf der Oberfläche seiner Beobachtung. Oder wie es bei ihm heißt, Zitat, im Design wird die Aufmerksamkeit praktisch, das heißt eine Beobachtung für Beobachter. Das kann eigentlich mit allem, was wir auch im Fernsehen sehen, auch die Katastrophen, die wir im Fernsehen sehen, die Bilder des Krieges und so weiter, alles das sind Bilder, die uns in einem bestimmten Design vorgeführt, dargestellt werden, unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, aber zugleich quasi uns versöhnen mit einem Stream von Ästhetik, mit einem Stream von Bildern, in dem wir das hinnehmen und damit auch akzeptieren. Die Risse in den Jeans lenken den Blick auf etwas Falsches. Deshalb Design seine Berechtigung und als modische Bereicherung oder Anreicherung des Modischen seine Richtigkeit hat. Dieses Verfahren der auch kulturellen Anreicherung muss nicht immer falsch sein, aber es verweist auf denselben kulturellen Hintergrund, wenn eine heterogene ästhetische Form mit einer anderen im Rahmen ihrer Institution erweitert oder angereichert wird. Der Film Ades bereichert sich durch seine Anreicherung mit der klassischen Kunst in deren angestammten Rahmen der Gemäldegalerie. Dieser neue Schauplatz trägt in den meisten Fällen nichts zum filmischen Anliegen bei. Er ist ein Hingucker, der uns auf unsere Wahrnehmung des Films, also etwas Wertvollem, ein Luxus möglicherweise, aufmerksam macht. Er ist Design, das das Heterogene der medialen Kombination zumindest im Kino versöhnt. Ebenso ist in der Galerie der Film eine Anreicherung, die den Widerspruch zwischen unbewegten und bewegten Bildern, Bewegung und Fixierung des Betrachters deutlich erfahrbar oder lesbar und als museales Design akzeptabel. Beim Clash der digitalen Bilder auf den gemeinsamen Bildschirmoberflächen gibt es nur noch Design. Während wir aufgeregt bemüht sind zu verstehen, was uns das Design erzählt, sind wir dabei zu vergessen, was das Design längst überdeckt und unsichtbar gemacht hat. Das ist das Echte einer Sache, wie sie vielleicht nur noch im originalen Kunstwerk überliefert und uns besonders teuer ist. Eben auch immer schwerer zugänglich. Das war's. Vielen Dank für Ihr Anliegen. Das ging ja in viele Bereiche und eigentlich über das engere Thema Galerie im Film hinaus, aber der Themenvielfalt absolut ideal auch für unser Studienangebot hier, das ja auch Design unter anderem inkludiert. Ich würde jetzt gerne die Diskussion gleich eröffnen. Vielleicht noch zum, wir werden heute ein bisschen länger machen, wir haben auch etwas später begonnen, wir werden bis 12 Uhr zur Verfügung stehen. Ich hoffe, das passt für die meisten. Ja, ich würde gerne gleich die Diskussion eröffnen. Ja, es ist erinnert auch von der Erfahrung der Galerie in dieser Virtual Reality. Und das Kino ist ja heute auch schon, geht weg von diesem kollektiven Erfahren des Films und mehr hin zu diesem individualisierten, dass man das Haus nicht mehr verlassen muss. Auch, dass man, glauben Sie auch, dass man in Zukunft einfach die Galerie, egal von wo auf der Welt, einfach von seinem Wohnzimmer aus über diese Virtual Reality erfahren kann? Das ist die Praxis, das ist die tägliche Praxis.
Wenn wir jetzt mit dem Zug wieder zurückfahren oder im Flugzeug zurückfliegen, haben wir neben uns, vor uns, lauter Leute haben, die entweder ihren Laptop dabei haben und dort einen Film sehen oder Nachrichten sehen oder die quasi ihr Kino dabei haben. Und so wie eben die Werbung von Netflix auch geht, Kino überall, wo sie wollen. Ja, weil was halt wirklich sehr wegfällt, ist ja diese, dass man gemeinsamen Content erfährt irgendwie und halt auch dieses Gespräch, dass alle nur noch halt isoliert sind in dieser Erfahrung und dieses Gespräch am Wasserspender halt zum Beispiel wegfällt. Na, ich meine, gemeinsam über das auf dem Monitor gesehene kann man immer reden, aber das Kino behauptet ja nach wie vor, dass es quasi eine Erfahrung der Gemeinsamkeit durch die Gleichzeitigkeit an einem Ort mit dem gleichzeitigen Erfahrungsgegenstand eines Films bietet. Ne? Und da bin ich sehr skeptisch, was das wirklich großen Zusatz bringt. Die meisten Leute gehen sofort aus dem Kino raus, wenn sie überhaupt noch reingehen. Mhm. Und Kinos werden zugemacht und die Situation der Kinos ist wirklich sehr schlecht. Wir haben, das ist dieses Falsche, das wir uns längst eingelassen haben. Wir haben inzwischen akzeptiert, dass diese Bilder nicht mehr auf das Kino begrenzt sind, dass wir sie überall haben können. Und wenn wir sie im Kino sehen, dann vielleicht des großen Formats wegen, sonst nicht. Oder des 3Ds halber, oder? Ja. Und dazu eben auch wegen das Fernsehen hat eben auch dasselbe Problem irgendwie, dass uns wird jetzt auch nicht mehr vorgegeben, was wir schauen sollen, sondern wir entscheiden selber. Und das eben so auch das Wegfallen von diesen Kultursendern zum Beispiel ja auch irgendwie dadurch, weil die Leute sich halt auf dieses Netflix zum Beispiel versteifen und Netflix quasi auch ein Monopol in gewisser Form für welchen Content es zur Verfügung stellt und keinerlei journalistische Tätigkeit zum Beispiel in diesem Medium stattfindet. Ich habe vor einem halben Jahr bei uns in der Universität einen dort für diesen Zweck angestellten Mitarbeiter, studentischen Mitarbeiter, gefragt, ob er mir helfen könnte, den Code, Sie kennen das nicht, den Ländercode, auf meinem Computer zu wechseln. Ich hatte die Möglichkeiten verbraucht. Und der guckt mich wie ein Auto an und sagt, was soll das? Was für ein Code? Ich sage, der Ländercode, wenn man eine DVD auflegt, dann hat der einen Ländercode, dass man also eine DVD aus Amerika nicht hier abspielen kann und so weiter. Das begrenzt die Nutzungsmöglichkeiten. Der wusste nicht, wovon ich rede. Ich habe gefragt, aber wenn Sie keine DVD mehr haben, wie sehen Sie Filme? Netflix. Sind Sie zufrieden mit dem bisschen Film und dem Schrott, der Ihnen da gezeigt wird? Ja. Das ist das, was ich meine. Ja? Dass wir uns längst quasi auf dieser Designebene versöhnt finden mit etwas, was wir vorher nie akzeptiert hätten. Ne? Aber Sie sehen, also mir kommt vor, Sie sind jetzt sehr kritisch mit den neuen digitalen Medien. Wobei ich denke mir auch, es ermöglicht ja auch mehreren Personen, also es gibt ja auf Netflix ja auch Klassiker oder jetzt nicht nur so Schrott, was Sie jetzt ansprechen. Und ich denke mir, wenn ich jetzt man könnte sich nicht leisten, jeden Tag oder jeden Abend um 12 Euro ins Kino oder um 30 Euro ins Theater zu gehen. Und da habe ich eigentlich auch, jetzt nicht dieselbe Erfahrung, aber es deutet schon dorthin an, oder? Man hat ausgerechnet, dass wenn man ein ordentliches Filmprogramm über Streaming-Programme haben will, man auch im Monat 30 mehr Euro ausgeben muss, weil man natürlich mehrere solche Streaming-Programme abonnieren muss. Nicht sonst mit einem ist man schlicht bereit. Und also auch das wird teurer. Natürlich ist es so, wenn ich ins Theater gehe, kostet 70 Euro oder sowas, eine vernünftige Karte. Das sind besondere Sachen und das Kino wird auch künftig etwas Besonderes sein. Nicht? Ein großes Kino mit riesiger Leinwand und opulent. Daher sind ja auch Gemäldegalerien, die teuren, schönen Bilder, damit das ein Anreiz ist, eben auch mehr Geld dafür zu bezahlen. Das wird kostbarer auf diese Weise. Aber der Gebrauchseffekt wird auf dem Ding hier
unter euch eine Wortmeldung. Ja. Sie haben vorher gerade gesagt, es ist jetzt, wir haben uns mit etwas versöhnt, was wir sonst niemals akzeptiert hätten, habe ich jetzt so nachher. Ja. Und ich möchte jetzt nochmal genau fragen, was genau meinen Sie? Meinen Sie, so wie ich es jetzt verstanden habe, dass es eigentlich wir total eingeschränkt werden oder dass es eigentlich eine totale ja, Entdemokratisierung gibt und wir viel weniger Zugang, viel weniger Auswahl letztendlich haben, als wir es früher gehabt haben? Ist das Ihr Punkt? Ja und nein. Es ist mein Punkt, weil ich der Meinung bin, dass das, was uns angeboten wird, insgesamt, egal wo, bei Instagram, bei Facebook oder sonst wie, es ist eine riesige Akkumulation desselben. Ja? Wenn ich, was ich in Facebook sehen will, das ist mein Bild. Ja? Ich kenne so und so viele Leute, die nichts anderes machen, als ständig nur quasi ihr eigenes Selfie und das ihrer Freunde dort zu wiederholen. Und darüber hinaus interessiert ihn nichts. Es wäre auch schwierig, das einzuordnen. Und es kommt ja auch nicht. Das meine ich damit. Ja? Und es gibt, ja, wir haben also eine, wie eben diese Designwirklichkeit, ne, die uns ermöglicht, auf diese Weise zufrieden zu sein mit dem, womit alle anderen auch zufrieden sind. Darum geht es. Ne? Keine Abenteuer mehr, keine Lust auf etwas ganz anderes, auf Veränderungen und so weiter. Und was dann ganz anders aussieht, ist doch dasselbe. Also wenn es ein Horrorfilm ist oder dann ein Romance ist oder sowas, auch das sind alles Sachen, die genretypisch dasselbe wiederholen. Und die Blockbuster haben das im Begriff. Ne? Blockbuster sind quasi die Wiederholung desselben. Ne? Remakes sind an der Tagesordnung. Ja? Das meine ich damit. Ich meine, dass es nicht so ist, weil wir natürlich uns entscheiden müssen dafür, ob wir das so machen wollen oder nicht. Wir können uns entscheiden, ob wir in eine Gemäldegalerie gehen und dort uns die Bilder selber aussuchen und selber vor einem Staunen, vor einem Bild stehen. Wir waren gestern hier im Kunstmuseum und da war eine Gruppe von Blinden, die eine Blindenführung in dem Museum gemacht haben. Das fand ich faszinierend. Moskau haben die sich angesehen. Stellen Sie sich das vor. Ja, ihm wurde erklärt, da ist grün, da ist orange, da ist rot und so weiter. Und die waren fasziniert zugehört. Ja, das ist etwas anderes. Das kann man nur quasi kollektiv, gemeinsam mit anderen dort erfahren und auch die Sicherheit haben, dass andere ähnlich dort ja, wahrnehmen. Ja, das meine ich. Also es gibt alle Möglichkeiten natürlich, aber generell dominieren die geschlitzten Jeans. Weil wir auch über den Sehen gesprochen haben, weil Sie haben gesagt, dass, obwohl die Leute die Bilder schon längst kennen, dass sie trotzdem in Museen gehen und fasziniert sind von diesen originalen Bildern. Aber ich habe auch das Gefühl, das sind Leute vor allem von jungen Generationen, dass Museen immer unattraktiver werden und besuchen in Museen, zum Beispiel Virtual Reality VRs einzuführen. Glauben Sie, dass dann durch die Einführung von neuen Medien nicht die Museen ihre Position selber in Gefahr setzen? Wieder ambivalent. Ja. Denn es ist, auf der einen Seite ist es so, dass das die jungen Leute, die nach meinen Erfahrungen ins Museum gehen, dort durchaus sehr, sehr aktive Erfahrungen machen mit Kunst und staunen auch davor stehen. Dass dieses Bild soll es nur ein einziges Mal geben, das da unten im Museumsshop hängt die ganze Welt, die ganze Wand voll mit Mona Lisa etwa im Louvre, da haben sie ganze Wände voll mit Postkarten. Nicht? Aber es ist ein Bild, das der Ursprung ist. Ja, klingt. Ja. Ja. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es eine große Praxis inzwischen gibt von selber machen, von Verwerten von solchen Sachen. Runterladen, was damit anstellen und in Postings einbauen und so weiter. Und wenn man das weiß, dass das so gemacht wird und dass das auch eine tolle Praxis ist, mit diesen Dingen umzugehen, versteht man auch die Wut gegen den, gegen die, hier, die was ist denn, die,
das Copyright. Ja. Ne? Entschuldigung. Also die Wut also gegen die Veränderung des Copyrights, weil das hindert das. Nicht? Das unterdrückt gleichsam diese Möglichkeiten eines fantasievollen eigenen Umgangs mit diesen Dingen, und es stößt quasi an den Interessen, an die Wirtschaftsinteressen derer, die schon mal so ein Bild vorgeben. Ne? Zu den 4 Stunden Filmen, die ich gemacht habe, mit alles mit solchen Clips, ich darf den Film nicht zeigen. Es gibt ein Copyright-Gesetz, das mir zwar ermöglicht, dass ich alle einzelnen Clips durchaus verwenden kann und einem neuen Zusammenhang vorführen kann. Nur wenn ich es mache, habe ich es mit Anwälten von Warner Brothers und so weiter zu tun, die Millionen verdienen, nicht? Und die mir dann quasi sagen, wenn du das machst, dann verklage ich dich und dann wirst du halt mehrere Millionen Strafe zahlen müssen. Nicht? Das werde ich mir mal mehrfach überlegen, ob ich das dann tue. Nicht? Also ich kann es nicht zeigen. Und das ist auf der einen Seite, verstehe ich es, weil eben viele Kreative benachteiligt werden dadurch, dass ihre Sachen sofort verwendet werden, sofort gestreut werden. Und da bin ich ja auch dagegen. Nicht? Es gibt keinen, der Ursprung ist oft gar nicht mehr erkennbar, wo das herkommt. Andererseits ist das inzwischen längst Teil unserer Wirklichkeit, nicht? Was da in den Medien erscheint. Und Teile der Wirklichkeit soll man auch natürlich in seiner Medienarbeit verwenden können. Ne? Und auch da gibt es Grenzen. Es hat eine lange Diskussion gegeben, ob man den Eiffelturm überhaupt noch fotografieren darf. Der gehört jemandem. Zumindest wenn er abends angestrahlt wird und eine bestimmte Lichtinstallation hat. Die wird dann von einer Firma gemacht, die das Recht auf diese Lichtinstallation hat. Und wenn ich das fotografiere und dann per Instagram irgendwie veröffentliche, kann ich sofort mit Abmahnungen zu tun kriegen. Ich darf diesen Ausschnitt der Wirklichkeit nicht zeigen. Ich darf machen, das Foto darf ich machen, aber ich darf es nicht veröffentlichen. Also der Zugang zur Wirklichkeit über solche Medien hat eben vor allem inzwischen solche juristischen Aspekte und ist sehr steinig geworden. Und im universitären Lehrbereich gibt es ja keine Ausnahme? Ja. Ausnahme? Im universitären Lehrbereich gibt es Ausnahmen. Ach ja. Also dann dürfen Sie ja eben viel mehr in der Universität im Rahmen dieses Vortrags schon zeigen, oder? Wenn der Staatsanwalt jetzt gerade hier sollte, dann würde ich natürlich sagen, im wissenschaftlichen Bereich ist das möglich und das Copyright erlaubt es ja grundsätzlich auch. Ne? Aber natürlich gibt es Zusammenhänge, in denen das ist eine spezielle Öffentlichkeit hier und in der darf das zu sehen sein. Aber ich darf es nicht heute Abend im Kino als Vorprogramm zeigen. Ich habe vorhin wegen des Verwendens von Galerien innerhalb dieser Filme. Glauben Sie, dass die Galerie gerne als Kulisse gewählt wird, weil es so eine Zeitlosigkeit beinhaltet, dass der Film dann halt quasi die Jahre besser überdauert, als wenn das Treffen von James Bond in einer Videothek stattfinden würde, die aus heutiger Sicht komplett antiquariert ist? Für eine Idee. Ja. James Bond wirklich, wenn diese Sequenz, überlegen wir doch mal, was dann anders wäre. Wenn die Sequenz in einer Videothek spielen würde, die inzwischen ja auch nostalgisch ist. Das ist auch was von ganz früher. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Gibt es noch Videotheken? Also ich glaube nur noch so Hipster-Videotheken. Irgendwann wird es wieder welche geben, wenn DVDs wieder den Status von Vinyl-Schallplatten haben. Aber das ist noch nicht so weit. Nee, ich glaube schon, dass das dem besonderen Wert für den Film bedeutet, dass Bond inzwischen einer ist, der eben auch einen bestimmten kulturellen Status vorweisen kann. Und das, ich meine, die Sequenz hat ja auch einen bestimmten Inhalt. Sie erzählt ja auch was über Bond. Nicht? Er ist Nostalgie, er ist inzwischen alt und er ist ein altes Schlachtschiff. Und da wird also eine Metapher ausgeführt und erzählt. Aber ist völlig richtig, das muss nicht unbedingt in einem Museum gewesen sein.
das Museum? Na, aber ich meine, dass das Museum gibt im Ganzen diesen Hintergrund der Aktualität, dass man sich das anschaut und sich denkt, das könnte noch heute, dass das jetzt quasi noch für mich noch immer relevant ist als Zuseher und dass es mich nicht so entfremdet, wie wenn er in einem Raum ist, der, in dem ich eventuell noch nie war. Weil jemand in 30 Jahren, 40 Jahren war vielleicht noch niemals in seinem Leben in einer Videothek und kann aber sieht dann diesen Film mit der Galerie und kennt es und das Gebäude besteht immer noch in derselben Konstruktion, hoffentlich. Ja, Ihr Wort in Gottes Ohr, weil das bedeutet natürlich, dass die Galerie selbst auch noch einen bestimmten Wert hat, einen bestimmten Status hat und dass wir das Museum noch für kulturell relevant halten. Wir wollten gestern als Presseleute in das Kunstmuseum und durften nicht, weil wir uns lange vorher akkreditieren müssen, was also ein Wahnsinn ist. In keinem einzigen Museum in der Welt müssen wir uns akkreditieren. Inzwischen ist die Presse ausgehalten und wir müssen uns eben rechtzeitig anmelden, damit geguckt werden kann, wer wir eigentlich sind, die dahinter sind. Und das heißt, der Zugang wird restriktiv gehalten. Und das sind so Anzeichen dafür, dass wie man künftig auch mit diesen kulturellen Dingen umgehen will. Andere Museen in England zum Beispiel bieten kostenlosen Eintritt, weil sie daran interessiert sind, dass möglichst viele da reingehen, da wimmelt es von Schulklassen und so weiter, weil die mit der Kunst eben, mit ihrer Vergangenheit auf diese schöne Weise konfrontiert werden sollen, eingeführt werden sollen. Also, Entschuldigung, da fällt mir noch zu dem Punkt ein, dass mit diesem Looney Tunes Film in dem Museum, dass das wohl ja auch dann einen gewissen Bildungsauftrag von dieser Animationsfilmen ist, vielleicht auch den Kindern diese Dinge näher zu bringen, so wie auch in vielen Serien dann eben die Oper und all diese Dinge vorkommen. Ich denke ja. Ich denke, dass also so ein Looney Tunes Film auch die Simpsons, wenn die Simpsons in der Gemäldegalerie unterwegs sind, dass das Dinge sind, die zeigen, dass auch diese Bilder und diese Bilderkultur verbindbar ist, ja, also kombinierbar ist mit unseren älteren kulturellen Werten und dass es wie für Bugs Bunny eben auch für uns Spaß machen kann, in einer Gemäldegalerie uns zu bewegen und uns für die Bilder zu interessieren. Und daher der kleine Auftritt am Schluss von Bugs Bunny, man soll was lernen, wenn man ja, spricht sie direkt aus. Ist eine ironische Pointe, genau auf das, was Sie meinen. Mir ist jetzt die ganze Zeit beim Zuhören noch ein weiteres Beispiel im Kopf herumgegangen, nämlich eine Bewegung, die es so ungefähr seit den 1990er Jahren gibt, dass ja auch der künstlerische Film, also der Experimental-Film oder der Avantgarde-Film, wie immer wir ihn bezeichnen wollen, ja auch, wo es auch die Tendenz gibt, das Kino zu verlassen und hin in den White Cube zu gehen. Also diese ganzen, in den letzten Jahren sieht man ja ziemlich viele Ausstellungen, wo 16mm Projektoren, wo 16mm Film und so weiter vorhanden ist. Jetzt ein interessanter Punkt, weil du gerade von diesem eurer Erfahrung im Kunsthistorischen Museum, dass ihr anmelden müsst, dass es immer restriktiver wird. Es ist, also die Tendenz scheint zu sein, seine künstliche Verknappung zu schaffen. Und ich glaube, das passiert auch im Kino. Die Kinokopie kann prinzipiell reproduziert werden. Sie ist auch kein Gegenstand, um ökonomisch damit viel Geld zu verdienen. Die meisten Experimental Filmmakers können nicht leben von den Einnahmen, konnten nie, ja. Und jetzt, also wenn der Experimental-Film in den White Cube, in die Gallery auswandert, da entsteht dann plötzlich auch ein anderes ökonomisches Prinzip, nämlich diese Limited Edition, was ebenfalls eine künstliche Verknappung oft ist. Ne? Da gibt es dann wirklich Filmkader zu kaufen oder es gibt wirklich den Film in, was sind, 4, 5 Auflagen zu kaufen und so. Also ich sehe da schon so, also ich glaube, dieses Raus aus dem Kino, aus der Blackbox, ich finde es auch interessant, das ökonomisch-wirtschaftlich mitzudenken, was da passiert. Also ich habe jetzt mehr auf den Kunstbereichen fokussiert, weil wir halt hier an der Angewandten sind, aber also all die Bereiche, die du da besprochen hast, wären da, glaube ich, interessant. Na, im Museum wird aus dem Kino etwas, was mit dem Film überhaupt nichts zu tun hat. Es wird nämlich ein Original.
es darf einen bestimmten Preis dann Experimentalfilm nur einmal geben. Der kann einmal dort gezeigt werden, dass er es wirklich nur einmal gibt, dass er unikal ist, Verknappung, ja. Nicht, im Museum, ja. Nicht, ist die Bedingung dafür, dass er im Museum gezeigt wird. Das macht ihn dann zu einem Original und damit zu einem zu etwas Wertvollem, was er quasi von sich aus in der Kopierbarkeit, in der Wiederholbarkeit gar nicht ist. Ja. 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 Ich denke tatsächlich, und würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass der Faktor von gemeinschaftlicher Arbeit, kollektiver Arbeit zu verschiedenen gebracht wird. Und ich denke, dass es eins so eine Anschmiegsamkeit gab zwischen Theater und Film und jetzt zwischen Museum und Film für einen ganz anderen Autorschaftsbegriff, diese Singularität, die leider die Kunstgeschichte nicht rausgekriegt hat aus den Debatten, die immer noch einfach gutes Geld macht im Museum auch. Ja. Da, Was verschwindet, ist diese Idee, dass hier viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Fertigkeiten und Spezialisierungen an einer Sache zusammenarbeiten. Das wird, soll zum Verschwinden gebracht werden. Ja, oder im Museum, also wenn solche Filme dann im Museum auftauchen, wird es dort gefeiert, wird es dort quasi zur Bedingung gemacht, ne? Was aber dem Medium gar nicht eignet. Das Medium Film ist immer etwas Kollektives, da sind immer mehrere daran beteiligt. Und wenn aber an einem Gemälde, wie an diesem berühmten Leonardo, der keiner ist und in Dubai irgendwo schmort, für 4 Milliarden oder was, dieses Teil ist von mehreren gemacht worden und darf deshalb nicht mehr gezeigt werden, weil es keinen einzigen, keinen originären Autor hat. Ne? Und deshalb ist es schwierig, Film im Museum zu zeigen, weil es viele Bedingungen, die eben dem Original zukommen, nicht erfüllt. Ne? Und der Autor wird natürlich bei solchen Filmen, die vom Museum angekauft werden, das MoMA hat ganz viele solche Filme, solche experimentellen Filme auch angekauft, da wird der Autor gefeiert. Ne? Wird immer der Film mit einem bestimmten Autor verbunden. Ne? Wes Anderson ist zuständig für etwas, was eigentlich Kuratoren in einem kollektiven Prozess der Entscheidung und der Sammlung und so weiter im Museum machen. Ne? Aber es hat dann am Ende einen Autor und dieser Autor wird publiziert und mit dem Werk verbunden. Ne? Das Museum macht das Einzelne, reduziert es auf ein Original, auf einen Autor, auf ein Stück eigentlich. Es gibt keine Wiederholung. Außer, ja, also wenn Sie in Korea sind, da ist das ganz anders. Die Koreaner haben ein ganz anderes Verhältnis zum Original und notgedrungen, weil die Kultur dort wurde mehrfach umgepflügt. Letztens von den Japanern. Die Japaner haben Korea völlig von oben bis auf den Kopf gestellt. Da ist nichts geblieben. Und dann kamen die Amerikaner, dann kam der Koreakrieg, also da ist nicht mehr viel zu finden. Es gibt ein großes nationales Museum, in dem die Kultur Koreas, vor allem die Geschichte Koreas, dargestellt wird. Zum Beispiel die Schrift, die hier erfunden wurde, gemacht wurde in Korea, und wo es die Blöcke, die Druckblöcke noch gibt. Die kann man dort sehen. Das sind natürlich keine Originale, die sind irgendwann hergestellt worden, wieder nach Plänen und so weiter. So wie wir jetzt mit den kaputten Orten in der Seidenstraße umgehen, die vom IS kaputt gemacht wurden, wo nun überlegt wird, wie kann man das wieder aufbauen. Oder das Berliner Schloss, das ebenfalls erst tabula rasa gemacht wurde, damit es nun genauso wieder aufgebaut wird. Ja, das sind diese nachgeahmten Kopien, die dann am Ende wieder den Originalstatus herstellen. In Korea gibt es zwei Nationalmuseen. Man kann in beide gehen, entweder etwas außerhalb von Seoul oder in Seoul selbst, und zwar in einem Kaufhaus. Das Kaufhaus heißt übrigens Lotte. Und es ist Lotte in Weimar, weil der Eigentümer dieses Kaufhauses ein Fan von Goethes Lotte in Weimar ist. Naja. Und man kann denselben Druckstock für die Geschichte der koreanischen Schrift in beiden Museen sehen. Die Schulklassen gehen lieber etwas außerhalb
und sehen es sich dort an. Oder man kann es mitten in Korea, in Seoul, in dem Kaufhaus sehen. Es ist beides dasselbe Original. Ne? Und die haben also ein ganz anderes Verhältnis zu dem Originären. Es soll lediglich etwas veranschaulichen, was die Geschichte, etwas über die Geschichte erzählen. Dieser Fetisch des Originalen mit dem Fingerprint darauf, wie beim Gemälde, da hat noch Rembrandt selber angefasst und als Farbe noch nass war und das Bild hochgehalten, da sieht man noch die Fingerabdrücke und so weiter, was die Signatur letzten Endes ja, ist. Ne? Das spielt da keine Rolle. Und im Film generell auch nicht. Man spielt immer weniger eine Rolle natürlich. Bei allen Instagrams und so weiter spielt das Original keine Rolle mehr. Ja, es ist interessant, weil du auch den Begriff der Authentizität verwendet hast, ne? Das ja sehr ambivalenter Begriff ist. Einerseits habe ich den Eindruck, dass Dinge, die authentisch sind oder sich das Etikett aufgeben dürfen, heute hoch im Kurs stehen. Die Vinyl-Schallplatten sind authentischer als eine CD oder eben der Streaming und so. Andererseits, oder der Film, also analoges Filmmaterial. Andererseits vergisst man aber auch oft, dass das ja eigentlich ein wiederkehrender Diskurs ist. Nicht? Filmfotografie haben wir im 19. Jahrhundert, als sie neue Medien waren, als der Inbegriff des Inauthentischen gegolten. Nicht? Und das ist jetzt etwas, was man also dem Digitalen zuschreibt. Ne? Das Digitale ist kalt, das Digitale ist nicht authentisch, hingegen der Film und das Grammeln, das schöne Grammeln bei den Vinylschallplatten, das ist sehr authentisch. Ja? Also Authentizität ist, ich glaube, man muss das unbedingt als historischen Begriff sehen, also wie das also Film, der jetzt das heißt, im Begriff der Analogfilm des Authentischen ist, einmal genau das Schicksal dessen geteilt hat, was heute also das Digitale eigentlich ist. Ne? Das ist das jetzt. Völlig d'accord. Es gibt, Fotografie ist ein schönes Beispiel. Ja. Kaum war die Fotografie da und man hat also dieses Painting with Light in den Fotos bewundert, kamen die Maler und sagten, das können wir so nicht stehen lassen. Und das war für die Fotografen lukrativer, Fotos zu machen, die nicht mehr quasi den Aspekt der unmittelbaren Wiedergabe von Wirklichkeit, das es ja auch nicht ist, nicht? Fotos sind Drucke, keine Abzüge von Wirklichkeit, hat man im Piktoralismus eben gemalte Fotos wie gemalte Bilder gemacht. Landschaften, die wie gemalt aussahen, die waren wertvoller, weil sie eben der Malerei ähnlicher waren. Also auch hier war die Malerei quasi das, was die Fotografie geadelt hat, angehoben hat in dem Wertbewusstsein. Ne? Und es geht immer darum auch, dass die Dinge eine Geschichte erzählen können. Was übrig bleibt, ist das, es muss nicht ein Original sein, aber die Vinylplatte zum Beispiel ist jetzt, es ist hirnrissig, dass die Dinger jetzt Originale sind, dass sie wie Originale gehandelt werden, aber sie sind Originale wie die geschnitzten Jeans, weil sie eine Geschichte erzählen. Ja? Das ist die Platte, die hatte mein Bruder damals und die habe ich aus der Sammlung sowieso, oh, die hat 100 Euro gekostet, dieses Teil. Ne? Und man kann was erzählen damit. Man sagt, dass der Bezos, also der Besitzer von Amazon, seine Leute ungeheuer schlecht bezahlt. Und das kann er nur, weil er denen ständig Geschichten erzählt. Er erzählt ihnen, dass diese Firma wird riesig werden, die wird mal die ganze Welt beherrschen. Amazon wird mal die Welt sein. Ne? Da müsst ihr dabei sein. Ne? Da müsst ihr schon mal ein bisschen euch bescheiden. Ne? Solange das gut geht, solange die das akzeptieren, geht das. Aber das sind die Geschichten quasi, die hier wertbildend funktionieren. Ne? Und das ist das Argument von Boltanski und des Görl. Ja, dass hier eine neue Ökonomie eine Rolle spielt, die auf Fiktionalität, auf Geschichten erzählen, auf Design eben beruht, wo das Design alle Widersprüche zudeckt, den knurrenden Magen gleichsam derer, die da arbeiten müssen, in der Verpackungsfabrik von Amazon zudecken müssen und an der Wertbildung auf die Weise beteiligt sind. Lesen Sie das mal, das ist toll. Das Buch. Vielen Dank.
wir haben jetzt viel über das Thema geredet, aber ich würde mich auch interessieren, über den, wir haben gar nicht über Ihren Film auch selber gesprochen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen vierstündigen Film aus so vielen verschiedenen Filmausschnitten zu machen? Wie und wie lange haben Sie recherchiert und war das für einen bestimmten Zweck gemacht worden? Und wie lange hat das Ganze gedauert? Das würde mich auch interessieren. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass man eben motivgeschichtliche Filme macht. Wie gesagt, nicht das Motiv des Essens etwa in einem Film. Das ist sehr reizvoll übrigens. Ich kenne auch Leute, die das sagen. Und dann guckt man sich die Filmgeschichte an. Und je mehr Filme man kennt, desto besseren Zugang hat man eben auch zu Sequenzen. Und es macht Spaß, Filme auf die Weise anzugucken. Wenn wir abends einen Film sehen, dann fürchten wir immer, dass wieder einer in die Galerie geht, dann hätten wir noch ein Beispiel mehr. Und man sieht also die Filmgeschichte in einem, unter einem bestimmten Aspekt. Und gemacht haben wir es schon, um in Verabredung mit Galeristen in Konstanz dann auch mal bei einer Vernissage einen Film zeigen zu können. Und bis wir dann eben auch belehrt wurden, ihr könnt es machen, aber wir warnen. Und die Warnung war sehr, sehr nachhaltig, um zu sagen, das ist also Finger weg davon, wenn wir nicht Millionen Schulden haben. Und für uns ist es eigentlich ein Anlass, Filme zu sehen und Filme unter einem bestimmten Interessenspunkt zu sehen. Und das lässt Filme sehr intensiv sehen. Und alle Filme, 90 Filme natürlich, die wir hier zitieren, in den großen Filmen zitieren, haben wir natürlich und können die dann immer wieder dabei zitieren. Inzwischen kann man Filme kopieren, kein Problem mehr. Also man kann Filme ausschneiden, Sequenzen ausschneiden, kann sie einsetzen, kann sie neu kopieren und so weiter. Der Verlust ist da, aber nicht mehr so groß. Früher ging das nicht. Das sind alles wiederum Sachen der neuen Medien hier, mit denen man solche Dinge machen kann. Und erweitern Sie noch, wenn Sie neue Sequenzen finden, kommen die noch dazu oder ist das Projekt abgeschlossen? Nein, kommt dazu. Kommt dazu. Also, das macht auch Spaß. Wir haben dann, ich habe inzwischen die 4-Stunden-Film auf 4-Stunden-Film auf 6 DVDs, weil die sind, haben wir immer nur 4 Gigabyte, ne, sodass ich quasi die Menge an Daten verteilen muss. Und so gibt es dann ersten Teil, zweiten Teil, dritten Teil, vierten Teil und so weiter. Und ich muss dann entscheiden, wohin ich das neue Fundstück setze und gucke dann, aha, hier in die. Wir sind ja nach Themen geordnet, nicht? Also Banküberfälle, Liebesszenen, Suchen in der Galerie und so weiter. Und wo das hingehört und dann kommt es wieder ins iMovie von Mac und da wird es wieder dann ausgeschnitten, reingestellt, verbunden und das klappt sehr schön. Macht auch Spaß. Macht Spaß, wirklich. Macht Spaß mit denen. Sogar, wenn man nicht wie unser Freund Czarkowski mit richtigen Stücken zugange ist und dann richtig was reinklebt und so. Das wird er nie aufgeben, aber sogar am Computer macht es noch Spaß. Meine letzte Frage bitte noch, wir müssen dann ganz ans Ende gucken. Können Sie bitte den Titel nochmal von diesem Buch nennen, das Sie jetzt da zitiert haben? Boltanski. Boltanski, Luc Boltanski heißt der. Und Arnaud Esquerre, die beiden. Das Buch heißt Bereicherung, eine neue Ökonomie der Ware. Und es gibt einen 5-minütigen kurzen Beitrag in der Kulturzeit, Dreisat Kulturzeit. Es ist ja zum Teil auch eine österreichische Sendung. Und in dieser Kulturzeit gibt es einen solchen ein Interview mit den beiden, wo sie ganz knapp erklären, worum es ihnen dabei geht. Und dies steht in der Mediathek.